Wenn jetzt einfach eine Maschine irgendwo läuft, dann ist das noch keine Musik. Außer man hat in dem Moment das Gefühl, es klingt aber musikalisch, wenn man jetzt hier die Textilmaschinen hören würde, die haben einen Techno-Rhythmus. Ja. Und da hat man dann sofort das Gefühl, das ist Musik, ohne dass jetzt ein Künstler hinsteht und sagt, das ist Musik. Als Architekt ist man im Prinzip in der Neuzeit natürlich, baue natürlich Neues. Ich selbstverständlich hat man die Klassik und Barock und wie auch immer Romanik studiert, aber selbstverständlich machen Architekten neue Architektur. Deswegen war es mir ganz klar, Musiker machen neue Musik. Das hat mich immer so interessiert, diese Verbindung war mir immer schon klar. Mir wundert es eigentlich, dass es viele andere Architekten nicht interessiert und dass auch viele andere Musiker von Architektur nichts mitkriegen. Also da ist diese Verbindung zwischen den Fächern, die fehlt einfach total. Von daher interessiert es mich eigentlich hauptsächlich im 20. Jahrhundert, wobei man das Thema Architektur und Musik natürlich bis Pythagoras und wohin auch immer zurückführen kann. Ja. Eigentlich ist alles möglich. Es gibt so gesehen keine Dogmatik mehr. Es ist ja inzwischen wahrscheinlich absolut schwierig für einen Kritiker überhaupt festzustellen, ist das jetzt gut oder schlecht, weil anything goes. Ja. Das ist ja gerade die Spannung, die erzeugen will, dass hier gängige oder relativ gängige Instrumente konfrontiert werden mit Maschinenklängen. Wenn jetzt da aber irgendwie noch ein Geräusch dazukäme, wäre das in dem Fall egal, weil das ist halt einfach auch ein Umgebungsgeräusch. Also das würde mich jetzt nicht stören. Ich könnte mal die Aufführung, die wir machen, auch mitten auf der Straße irgendwo vorstellen. Ja. Und dann kommt halt alles, was sonst noch klingt, mit dazu.